Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Satisfactory mit Mortar und mit Frau Allerle. Schön, dass ihr zurück seid. Heute geht's an die Phase 1 oben. Wir wollen die 50 Teile herstellen. Wir müssen dafür Milestones freischalten. Erstmal den für die Teile selbst, dass wir sie bauen können. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich habe wieder meine Liste und ich habe natürlich wieder die Materialien durchlaufen lassen. Kleine Änderung, die ihr nicht mitbekommen habt. Ich habe hier den Generator abgebaut, den Biomassegenerator, und habe den unten mit dazu gesetzt, dass die beide nebeneinander sind. Sonst muss ich hin und her rennen, wenn ich die befülle. Ich weiß nicht, wie lange wir die noch befüllen müssen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich möchte natürlich so schnell wie möglich mit Kohle, mit automatisierter Zulieferung arbeiten. Da ist so ein bisschen mein Fokus gerade drauf. Ja, also ich habe jetzt, ist kein Kunstwerk. Ich habe einfach von hier die Kabel rübergespannt und dann da unten den daneben gesetzt. Grid-technisch selbstverständlich. So, hier sind die beiden Maschinen. Ja, wir können ja mal gucken, ob ich den nochmal befüllen muss. Hier sind 170 drin, jetzt wieder die maximale Anzahl, die möglich ist. Und hier das gleiche Spiel. Aktuell, für mich immer super wichtig, auch 60 ist die maximale Kapazität. Wenn alles jetzt irgendwie gerade Strom zieht, wären wir bei 39. So, jetzt habe ich natürlich in der Zeit auch Bettung eingesammelt. Was kam da? Guck mal, ist halt ein Traum, ne? Ist halt ein Traum. Was ich aber auch gerade merke, das Problem ist nur, den kriege ich hier nicht verwaltet, ne? Den kriege ich hier nicht mal kurz rein verwaltet. Den muss ich demnächst mal manuell noch durchlaufen lassen. Ich weiß, sie mögen es nicht so in der Firma. Geil, Leute, das wird langsam. Jetzt pass auf, Milestone. Milestone, habe ich das tatsächlich so weit da hinten? Ah, okay, das wirkt näher, wenn man hier ist. Ich dachte gerade, das habe ich aber weit vom Schuss, ne? Ist okay, das kann man ja später ein bisschen weiter vorziehen. Also, anders als geplant, aber dennoch machbar, die Teilchen-Production. Die 200, die 500 und die 300. Also es interessiert. Das sieht so ein bisschen aus wie der rote Buzzer, den ich vom Frank im Schrank bekommen habe, wo unsere Musik vom Stream spielt. Ich drück. Ich liebe es, wenn die Maschine losgeht. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of Project Assembly, you will definitely be helping achieve Fixit Company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Okay, also sie hat im Prinzip jetzt gerade gesagt, dass die Teile, die wir brauchen zur Belieferung, oh, guck mal, jetzt haben wir schon Frachterrückkehr in 5 Minuten. Die kannst du nicht manuell herstellen. Das würde einfach alles überschreiten, was man als Mensch so drauf hat. Was aber jetzt hier zum Beispiel möglich wäre, den Rotor zu bauen manuell. Die ganzen Geschichten hier, die könnte man manuell bauen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Neueste in der Produktion jetzt der Fabrikator. Und den brauchen wir, denke ich, um das zu bauen. Jetzt pass auf. Jetzt passen Sie einmal auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich da Schwachsinn erzähle. Hier ist es nicht drin. Genau. Jetzt ist die nächste Frage, Leute. Wenn ich jetzt hier Eisen habe, Kupfer werde ich mir eventuell runterleiten müssen, aber da können wir ja mal kurz gucken, ob in der Nähe auch Kupfer wäre. Den haben wir entdeckt. Der ist 400 Meter weit weg. 500 Meter. Also die beste Zugangsstelle zu Kupfer ist tatsächlich eher hier oben. Kann sein, dass ich die Produktion dann nach unten verlagere, dass wir das Kupfer hier rüber kriegen, oder ich leite es einfach mit einem fetten Fließband hier runter. Gut, für uns bedeutet es aber, wir müssen Ihmchen hier bauen. Das heißt, ich brauche 4 Rotoren und 8 schwere Platten. Gucken wir mal, ob wir die kurz manuell durchjagen können. Hui! Schwere Platten sollte ich normalerweise herstellen dürfen. Fehlen Schrauben. Gut. Schräubchen sind gleich gedreht. Schräubchen sind gleich gemacht. Wie viel brauchte ich davon? 8 Stücke. Bin gleich soweit. Ich habe schon mal Plattformen aufgesetzt, wo wir die Maschine zum Test mal draufstellen. Und zwar hier drüben.
Jetzt habe ich allerdings auch festgestellt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so richtig gut finde. Ich hätte gerne das Schmale hier genommen, ne? Und wenn ich das crit-technisch so probiere, dann hängt es so in der Luft. Ich glaube, mein Lift kommt gerade zurück. Ja, hast du recht. Da wollen wir ja auch noch weitermachen. Aber ich kann ja mit Rampen schaffen. Jetzt ist nur die Frage. Ich setze den jetzt erstmal hin, weil ich ihn ja eh noch nicht gesehen habe. So. Hier geht's rein und hier kommt das Endprodukt raus. Und vom Rastermaß her würde ich den... Ich baue ihn mal... Er ist wieder da, der Frachter. Ich baue ihn mal schnauzemäßig bündig hier vorne dran. Hoppa. Einfach mal hier jetzt hin. So, Maschine ist da. So sieht sie aus. Sehr, sehr geil. So, jetzt gucken wir mal kurz von oben die Kiste an hier. Es ist schon eine krasse Geschichte. Ich bin gespannt, wie das am Ende wird. Also, du bist das Neueste vom Neuesten. Intelligente Beschichtung. Das ist mein Ziel. Das möchte ich bauen. Okay, ich sehe schon. Es ist nicht so, dass das mal kurz... Also ich kann das jetzt manuell herstellen, indem ich 50 schwere Platten mache und 50 Rotoren. Aber ihr seht ja, das sind immer Teilprojekte dazwischen. Schrauben wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte, die könnte ich anliefern. Ich mache mir jetzt mal gerade eine Notiz. Ziel ist die intelligenten Platten. Ich brauche eine Anlieferung von Schrauben. Die Schrauben kann ich anliefern, wenn ich unsere Produktion drüben auf Stangen setze und nochmal Oh Leute, alleine diese Phase jetzt abzuschließen, brauche ich jetzt eine Möglichkeit, Platten herzustellen, Stangen, dann Schrauben. Dann kann ich Schrauben anliefern für die Rotoren. Dann brauche ich... Ja, ich brauche jetzt die zwei Sachen oben und die Sache oben. Und dann kann ich das hier... Also ich mache jetzt mal intelligente Beschichtung. So. Okay, jetzt wird es interessant. Kupfer. Kupfer hole ich mir hier oben. Ich muss nochmal kurz reingucken. Hier brauche ich nur Eisen, ne? Also im Prinzip kann ich die Eisennotes doch verwerten, die hier sind, Leute. Wie viel sind denn das? Komm mal her. Dann lasse ich das oben einfach mal, wie es ist im Moment, ja? Ich stelle das jetzt vielleicht einmal um, dass ich oben Stangen produziere statt Platten oder umgekehrt. Aber wir packen uns jetzt praktisch hier einfach mal die Produktionskette auf. Ich kann hier dreimal Eisen holen. Ich hätte das gerne ein bisschen weiter unten gebaut gehabt. Hätte ich das vom World Grid her? Naja, aber das geht nicht anders, oder? Täusche ich mich. Nur nochmal für mich. Wenn ich jetzt die kleinste Platte nehme und ich setze die so, freischnauze, dann passt sich die hier an. Sobald ich aber so mache, richtet er sich natürlich wahrscheinlich da hinten aus, ne? Wo ich angefangen habe hier. Okay, ist kein Problem. Jetzt geht's los. Das werden wir wahrscheinlich hier dann so auch nicht lassen, ne? Ah, Leute, am besten mache ich doch jetzt mal eine professorische Geschichte. Pass mal auf. Wir brauchen auf jeden Fall drei Miner. Das Thema ist, ich hole die Miner von da hinten oben weg. Dann haben wir schon mal zwei. Dann ist aber die Produktion oben. Ich ziehe die Maschinen von oben nach unten. Aber dann ist die komplette Plattform oben hinfällig, ne? Oh, ich muss kurz drüber nachdenken. Hilft nichts, müssen wir abschnittweise machen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das oben alles abzubauen und zusammenzufriemeln. Das mache ich dann mal die Tage. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt von einem freien Mitarbeiter, hätte ich jetzt fast gesagt, hier einfach mal das Stromnetz mit hier rüber. Ich setze es jetzt mal hier seitlich hin. Hier so. Gut. Ja, weil ich ja nicht weiß, wie das am Ende ausgeht, mache ich hier auch nochmal einen. Gut. Dann setzen wir auf jeden Fall zwei Miner hier drauf. Ich muss sie aber schon in meine Richtung fördern lassen, ne? Mal gucken, dass ich die so halbwegs anrichte. So ist, glaube ich, gut. Und dann können wir den hier noch nehmen. So, im Moment ist ja noch nichts verloren. Wir wissen ja, die Miner machen 5
Verbrauch, ne? 5 Verbrauch. Gehen wir auf 10 hoch, ins Stromnetz bietet uns noch 20, haben wir noch 10 übrig. So. Das heißt, die Anlieferung vom Metall ist jetzt kein Problem. Den muss ich nochmal wegmachen, weil der in der Kette ja noch nicht fällig ist, ne? So. Dann wäre mein Wunsch, dass wir nochmal, ich nehme dann die hier jetzt. So. Gut. Wir haben festgestellt, wir brauchen auf jeden Fall eine Schraubenproduktion, ja? Und für die Schraubenproduktion benötigen wir selbstverständlich, da reicht ja ein Constructor. Aber wir müssen natürlich auch vorher die Geschichte hier schmelzen. Kann ich das jetzt so machen, dass die... hier, dass er sich da ausrichtet und da. Weißt du? Mist, irgendwie geht es nicht so. Kann das sein, dass es nur noch einen gewissen Abstand? Ja gut, aber ich kann ihn ja da vorne dazusetzen, ne? Wichtig ist, dass das nachher alles schön in einer Linie aufeinander zugeht. So, weil wir sind, wir wissen ja jetzt, hier kommt dann direkt das Eisen, hier wird es zu Barren. Dann kommt hier Eisen, wird direkt zu Barren. Geht es dann, dass ich hier zum Beispiel hochziehe? Das würde gehen. Auch spaßig. Dann lass mich das mal kurz bis hierher. Und das hier dieselbe Flucht. Wie ist es denn jetzt gerade? So, ne? Gut. Wenn ich das jetzt anschließe, haben wir auf jeden Fall schon mal bewerkstelligt, dass hier vorne die Eisenbarren ankommen. Und zwar doppelte Menge. Wir hätten das natürlich auch in 1 splitten können, aber ich weiß nicht, ob ich nachher 2 Wege baue, weißt du? So, nochmal für mich. Die sind es 10 Megawatt. Und 8 sind wir bei 18 Megawatt. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Biomassegenerator oder ich schalte die oben auf Standby erstmal. Ich schalte die erstmal auf Standby, glaube ich. So, Leute. Dann brauchen wir hier 2 Konstruktoren für die Stangen. Einmal für die Stangen. Das ist jetzt schon gefühlt kompliziert. Dabei haben wir erst angefangen, ne? Also ab hier ist klar. Ich setze es mal hier vorne bündig. Dass ich hier so einen ganz kleinen Nüpsi noch übrig habe. Das passt. Weiß noch nicht genau, was ich mit der Mitte hier anstelle. Und das passt. Wow. Naja, aber so müssen wir das angehen, das Thema, ne? Leute, ich kann hier Schrauben herstellen, wenn ich die da reinleite. Jetzt pass mal auf, Frage. Ich probiere gerade mal was. Weil eins der Produkte, die wir herstellen müssen, sind ja... Hätte ich den auch oben drauf stellen können? Weiß man da was? Sieht nicht so aus, ne? Ist aber auch nicht so wild. Idee, wir bauen Eisen ab. Hier wird es zu Barren. Die Barren fliegen hier rein, machen Eisenstangen. Jetzt geht es erstmal nur darum, dass wir das Produkt herstellen. Noch nicht, dass wir es ideal auslassen, ne? Die Stangen gehen dann wiederum hier raus. In die Maschine rein. Und hier werden die Schrauben hergestellt. Das heißt, wir haben hier als Endprodukt dann Schrauben, richtig? Richtig. Und den Platz hier in der Mitte, den nutzen wir, um die Container vielleicht aufzubauen. Wie genau, weiß ich noch nicht. So. Jetzt habe ich Schrauben. Die kommen dann hier raus und dann brauchen wir... Boah,
Alter, hey, das wird ein Nümmerle. Das wird ein Nümmerle. Die Eisenplatten könnte ich oben holen, da sind ganz viele drin. Und dann müssen wir natürlich diesen Zweier da aufsetzen, der dann als Endprodukt das alles zusammenballert, ne? Den neuen. Und da brauche ich jetzt nochmal diese 8 Platten kurz. Mach die mal hier hin. Es geht jetzt hauptsächlich darum, dass ich da mal reingucke nochmal, was ich da anliefern muss, ne? Richtig. Wie kam ich drauf, dass ich das anliefern muss, Leute? Ich muss das doch gar nicht anliefern. Ich muss das hier anliefern. Schrauben und Platten. Ah doch, da steht's. Alles gut. Schrauben, Platten und die Rotoren. Jetzt im Moment bin ich dabei, Schrauben herzustellen. Jetzt könnte ich drüben... Ich muss sie abzweigen, sonst haben wir da ein Problem. Also es dauert dann ein bisschen länger. Aber ich muss das hier irgendwo abzweigen, Leute. Ja, hier mache ich Stangen. Und dann muss ich es hier abzweigen. Hier muss ich es abzweigen. Ein Teil der Stangen geht dann hier rein und ein Teil der Stangen bleibt dann für die nächste. Naja gut, ich bemerke gerade, falls ihr euch jetzt wundert, ich bemerke jetzt gerade, dass es nichts ist, was man mal geschwind hinknallt. Ne? Die 50 Dinger ist mein Ziel, da bleibe ich jetzt auch dran. Aber wir werden das jetzt nicht in 2 Minuten halt schaffen. Ne? Danke, mein Lieber. Dankeschön. Das heißt, für uns, Leute, nächster Milestone ist fällig. Wir brauchen etwas, um zu splitten. Und um splitten zu können, gab es hier, das habe ich nämlich tatsächlich eigentlich auch rausgesucht gehabt, die Logistik. Teilt ein Förderband in 2 oder 3 auf. Ja, also du kommst praktisch 2-mal Stangen, einmal links, einmal rechts als Beispiel. Dann haben wir hier, verbinde bis zu 3 Förderbänder zu einem. Also du könntest praktisch das so bauen, 3 Eisennodes, du förderst das komplett, verbindest die, sodass nur noch eine Linie reinkommt. Für mich wichtig wäre der da. Deswegen würde ich sagen, den Milestone wähle ich jetzt mal aus. Ich gucke mal kurz, was mir da noch fehlt. Also, uns fehlen eine Handvoll Stangen und jede Menge Draht. Ich würde behaupten, das habe ich oben. Und da wir jetzt schon die ganze Zeit hier im Denken sind, gehen wir einmal gemeinsam hoch. Monkle! Monkle! Süßerle! Spatzel. Okay, hat Feierabend zu. Ey, Wahnsinn. Ich erinnere mich nur nicht mehr dran. Ich dachte damals, dass wir diese erste Teilchenproduktion, dass das nicht so aufwendig war. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Beziehungsweise in meiner Erinnerung war der Weltraumlift ein Thema, das viel weiter raus. Ich könnte das jetzt alles abbauen, haben wir wieder Ressourcen frei. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich das nicht einfach mache. Und die, das mache ich vielleicht auf morgen einfach für uns fertig. Dass ich hier noch einen zweiten Miner dazu nehme und das ganze Ding in die Richtung befördern lasse. Weißt du? Können wir uns überlegen. Jetzt hoffe ich, dass ich es umgestellt habe auf Stangen, weil dann haben wir kein Problem. Jo, alles klar. Stangen. Nimm mal alles raus. Und hier müssten theoretisch jede Menge Draht. Ja, guck dir das an. Leute. Schön, dass ich es laufen habe lassen. Und witzigerweise ist es aber Gott sei Dank so, oh lecker, dass wir kein Kupfer im Moment brauchen. Ne, also diesen Umbau hier oben würde ich zwischen den Folgen einfach machen. Müsst ihr euch das so vorstellen, da kommt noch ein Miner hin. Ja, und ich ziehe im Prinzip erstmal nur Förderbänder, beziehungsweise hier oben könnte man theoretisch Platten produzieren, die in den Container einlagen und von dem Container ziehen wir sie dann rüber, wenn wir sie brauchen. Und dann füllen wir das ja zwischendrin auch mal auf. So, jetzt müsste ich aber theoretisch genug haben für den Milestone. Alleine diese Anlage hier, ne? Später kann man die bestimmt auch 2-stöckig bauen. Aber so Umbauten machen wir dann immer zwischen den Folgen, sonst wird das alles zu langwierig. Wir wollen ja auch den Fortschritt immer ein bisschen nah an uns dran haben, ne? So, das haben wir gehabt, das haben wir gehabt und das haben wir gehabt. Logistik bereit zum Start. Auch hier drückt er erneut den Buzzer, weil er einfach gerne buzzert. Milestone voll die Anlage schon jetzt hier, weißt du? Merge, obwohl ich echt gemütlich mache. Save space and enhance the productivity of your factory. Fixit encourages you to consider investing in verticality when it comes to factory logistics. If you feel stressed by this complexity, imagine yourself on the shore of a vast and calm ocean.
Sie empfehlen uns, am Ufer zu stehen, zu chillen. The sea is made of billions of faces, each staring at you with hope and tears in their eyes. Breathe out, feel refreshed and focused on your duties. Atme nun aus. Ich habe es natürlich noch nicht angeschlossen. Das nehmen wir dann in Betrieb und dann gucken wir gleich aufs Funz, ne? So, Leute. Die neue Logistik. Hier ist sie. Der Förderlift, den brauchen wir wahrscheinlich erst später. Verbindet ist auch nicht das, was wir brauchen. Teilt ein Förderband in zwei oder drei nützliche Schaladas auf. So, das heißt, ich will hier einen Aufteiler hin haben. Ich muss gucken. Die Frage ist, setze ich es eng oder ich probiere es mal hier in die Mitte. Hier, ich setze es jetzt mal hier hin. Unsere Produktion, so dass wir noch alle mitkommen. Hinten holen wir das Erz. Hier wird es ein Barren. Hier drin wird es eine Stange. Die Stange geht dann von hier eine hier rüber. In diesem hier werden dann immer aus einer Stange vier Schrauben gemacht, die dann hier irgendwann anliegen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Schraubenproduktion für dieses Ding hier. Beziehungsweise, stopp, für den Rotor haben wir die Schrauben und die Stangen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drin den Rotor bauen will, muss ich dafür sorgen, dass das hier einmal hier reingeht. Ich kann das später noch schön machen, ne? Das muss jetzt nicht gleich sein. Im Prinzip zweige ich das Endergebnis Schraube ab und führe es hier rein. Und jetzt braucht er aber noch die Stangen hier drin, damit es da auch weitergeht. Und Stangen splitte ich ja im Moment hier vorne. Wie kriege ich denn jetzt die Stangen darüber? Wie gesagt, ich werde Wege finden, das schön zu machen. Im Moment ist es nur einmal, dass wir die Funktionsweise haben. Hübsch kann man es dann machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus, hier drauf. Aber ich brauche hier ein bisschen. Okay, wenn ich es hier hin mache, ist blöd, oder? Brauche ich den Platz später noch? Also direkt anschließen will ich es nicht. Wir machen das anders. Ich muss eh ein bisschen üben mit dem Zeug. Ich setze es mal hier bündig daran. Gehe dann von hier. Warte. Bündig. Hierhin? Ah, da macht es so eine Schlaufe. Das ist blöd. Ja gut, das kriegen wir aber raus. Ich setze es einfach mal bis zur Mitte. Bis zur Mitte. Und versuche dann hier irgendwie eine Gerade rüber zu kommen. Wie wäre es denn, wenn ich's... Ich setze es mal bis hier, einfach mal, um überhaupt ein Gefühl zu kriegen. Und dann ziehe ich es mal hier rein. Ja, da muss ich mit den Winkeln muss ich noch ein bisschen üben, aber das kriegen wir auch noch raus. Wieso läuft das Band? Weil es immer läuft, ne? Wieder ein drittes Frachters. Also, im Moment, wenn alles klappt, haben wir eine Schraubenanlieferung hier drin. Für den Rotor. Ich würde sagen, wir machen heute einfach mal, dass wir den Rotor hinkriegen. Aber ich bin froh, dass es so kompliziert ist. Macht unheimlich Laune und tut auch mal wieder gut. Schrauben kommen rein. Jetzt fehlen uns die Eisenstangen. Im Moment ist es so, dass die Eisenstangen hier produziert werden und ich den Lift ja nicht freigeschalten habe. Ne? Das heißt, aber ich kann es von hier rausnehmen, rüberleiten, probieren oder von hier. Ich probiere es jetzt einfach mal von hier. Wir gucken mal, ob es überhaupt ging. Gelb sieht nicht so gut aus, ne? Ich könnte die Maschine weiter vorsetzen, dann wäre es überhaupt kein Problem. Und weißt du was, das mache ich jetzt auch. Einfach größer denken, dann passt es. So, setze ich die mal hier hin. Jetzt kann ich nämlich hergehen und sagen, okay, ich komme jetzt dann mit meinen Schrauben gleich hier ins Eck geschossen. Vielleicht für den Anfang ganz gut, bis man richtig tief drin ist im Spiel. Sind die jetzt noch da, die zwei Dinger? Die wollte ich eigentlich weghaben.
So wird's doch hübsch. Kann man bestimmt auch noch dichter machen. Ich setze es einfach mal hier ab. So, und damit wir nicht ewig rummachen, gehe ich von hier jetzt hier rein. Wir haben jetzt eine Schraubenanlieferung hier drin. Das nächste, was wir noch brauchen, ist dann... Hier geht die Anlieferung Barren rein. Und hier vom Splitter kann ich jetzt im Moment... Jetzt habe ich es ausgerechnet ans Falsche angeschlossen. Von dem Splitter gehe ich jetzt hier rein. Und von dem, was wir hier gebaut haben, gehe ich hier rein. Was eine Geburt. Jetzt liefere ich an Schrauben und Stangen für ihn. Das heißt, wir haben, wenn ich es anschließe, den Rotor im Betrieb. Was wir jetzt noch brauchen, später, sind die Platten hier. Da brauche ich dann ebenfalls Schrauben und die Eisenplatten. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, 40 Schrauben pro Minute und für einen Rotor brauche ich 25 Schrauben. Wie lange dauert es, bis der gebaut ist? Ein Rotor in 15 Sekunden. Ich müsste normalerweise noch mehr Schrauben herstellen. Aber es geht jetzt, wie gesagt, erstmal nur darum. Wir schließen das jetzt einmal an, dass wir es sehen, ja? Probieren das jetzt einmal. Wenn dann oben alles ausfällt, fällt es halt aus. So, ich fahre mit meinem Strom, komme ich hier hinten an, gehe auf die Maschinen und gönne mir hier einmal einen Mast. Im Moment. Boah, Leute, da müssen wir aber echt größer denken, dann ist es einfacher. Und ich mache mal hier einen. So. Dann gehe ich hier auf den Mast. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Maschinen, die ich anschließen will. Von hier muss ich hier drauf. Von hier muss ich auf den Miner 1. Auf den Miner 2. Dass die jetzt überhaupt schon anfangen. Jetzt werden die Materialien besorgt. Der hier ist fertig. Dann gehe ich von ihm einfach hier nochmal auf so einen Teil. Das wird jetzt unschön, weil ich den in die blöde... Ja, guck mal, das sind so Sachen, die werde ich halt alle in Ordnung bringen, ne? Jetzt im Moment geht es mal wirklich darum, die Technik zu verstehen und dann mache ich das mal offscreen schön. Und dann bin ich spätestens auch drin und weiß, wie ich es haben will und so weiter, ne? So, Leute. Weiß er hier, was er produzieren soll? Offensichtlich nicht. Eisenbahn nämlich. Genauso wie der da. Eisenbahn. So. Damit er auch produzieren kann, braucht er natürlich Star Romsky. Ist hier noch einer frei? Ja, weil den habe ich jetzt schon verbraucht. Gut, Materialien kommen. Und Materialien kommen. Dann brauchen wir hier eine Förderung da rein. Hier wird schon reingefördert. Er weiß, dass er Stangen produzieren soll und ich weiß, dass er Strom braucht, ne? So. Es kann sein, dass gleich vorne alles ausfällt. Ja, aber es funktioniert doch. Außerdem habe ich es ja nicht eilig. So, die Stangen kommen hier rein. Und jetzt ist passiert. Hier werden die Stangen dann da reinkommen. Ist egal. Jetzt pass auf. Wir machen das jetzt final. Er hier. Er wird später Platten produzieren, denke ich mal. Zack. Und er hier. Den stelle ich mal kurz hier ab.
Er macht den Rotor. Habe ich alle verbunden? Ich glaube, ne? Gut. So, Leute, letzter Ausflug. Ist ein bisschen komplexer, bis man mal drin ist. Was mich gerade so ein bisschen auffällt, ist die Vorstellungskraft, wie ich das baue, dass es schön aussieht, weil ich einfach noch nicht so richtig drin bin. Aber das kommt. Das kommt. Hier zum Beispiel, die könnte man mal auf Standby schalten, die komplette Kette. Da haben wir erstmal genug, ne? Den schalte ich auf Standby. Den da noch nicht. Der Schredder. Da muss ich jetzt wieder dafür sorgen, dass man... Ne, wir haben keine Biomasse mehr. Ich dachte, Kohle kommt schneller. Besorge ich auf morgen, ne? Und damit wir jetzt hier kein Durcheinander bekommen, mache ich oben alles einmal aus. Am besten von hier unten, indem ich das abklemme. Und dann mache ich hier den Schalter wieder. Beide laufen. Biomasse besorge ich. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass da drüben die Produktion läuft, wie ich es mir geplant habe. Natürlich sieht es erstmal noch aus wie Kraut und Rüben. Hier kommen die ersten Schrauben für unseren Rotor angeschossen. Mittlerweile anstehend sind schon die ersten Stangen drin. Das heißt, der erste Rotor wird jetzt jeden Moment dann gebaut. So, und da vorne müssen wir dann theoretisch den Rotor und die fetten Platten, die wir noch bauen müssen, wieder zusammenfügen zu diesem Teil. Und das muss dann hoch zum Weltraumlift. Die ersten 50 manuell und später eine direkte Verbindung, ne? So, Leute, guckt es euch an. Und jetzt, um das zu beschleunigen, und das ist die Frage, wenn wir die noch öfter da oben brauchen, kann sein, dass ich da tatsächlich das so baue, dass einfach mehr produziert werden. Weil jetzt 50 Stück manuell herstellen, also indem ich die Grundvarianten hier reinkippe, würde schon gehen. Aber guck mal, das braucht zwar Zeit, aber siehst du, jetzt tickern die Schrauben kontinuierlich rein. Jetzt haben wir eine kleine Schraubenpause. Das liegt daran, dass wir hinten splitten. Zack, der erste Rotor wird gebaut. Boah, Lille. Das ist eine richtige Denksportaufgabe, mein lieber Mann. Und das ist noch die Mini-Produktion. Jetzt ist ausgefallen, ich weiß aber warum. Weil ich in dem einen kein Bio-Dings mehr drin habe, ne? So, aber jetzt eine andere Frage. Gib mir mal ein bisschen Holz. Dieses Ding, was ich hier für die Kettensäge gebaut habe, das kann ich doch auch benutzen, oder? 450 MJ. Aber das wird aus Biomasse hergestellt. Das heißt, ich könnte da aber nochmal was für uns rausholen, ne? Ne, ich muss jetzt Biomasse machen. Das mache ich jetzt auf morgen, klar. Ich weiß, dass es hier und da ein bisschen komplex ist. Das wird aber von automatisch und außerdem versuche ich es halt auch immer zu erklären, was wir gerade machen, ne? Unser Ziel ist halt hinten aus diesen zwei Eisennodes diese Legierung da zu bauen. Und wir müssen jetzt zusätzliche Stangen noch produzieren. Einfach weil wir sonst zu wenig Schrauben herstellen. Es sei denn, hier würden, das kann man sich mal ausrechnen. Im Prinzip liegen eher Eisenstangen hier an wie Schrauben. Das heißt, wenn ich da die Schrauben nochmal abzweige, dauert es zu lang. Ich mache uns hier eine kleine Zusatzproduktion. Das heißt, wir fahren mit dem Fließband hier dann außen rum. Kommen dann hier zusammen und dann wird das ganze Ding hier zusammengeheftet. Und weil wir jetzt eh schon dabei sind. So, wie gesagt, es kommen noch so viele Sachen, wo man dann später zweistöckig und so, dann durch diese Förder und Bänder, die wir noch freischalten können, kann man das dann auch ein bisschen komprimieren, damit wir nicht jetzt, sag ich mal, hier anfangen und drüben auf der anderen Seite von der Map fertig sind, weißt du? Das ist jetzt nur die erste Produktionskette mal. Ich bin schon ganz happy, dass wir mal hier die Rotoren haben. So, Leute, dann kümmere ich mich darum, dass für morgen genug Treibstoff da ist. Sorge mich darum, dass wir die Mats haben für das, was jetzt hier in Maschinen noch gebraucht wird. Und dann kann es weitergehen. Okay. Die erste kleine Denksportaufgabe steht an. Ich freue mich drauf, Leute. Bis dann.